Ein schöner Parkettboden, Eiche geölt, der beliebteste Fußboden in deutschen Haushalten. Das Holz dafür kommt zum größten Teil aus Deutschland, zum Beispiel aus der Region rings um den Schliersee. Gerhard Penninger und Wolfgang Richter sind beim Shoppen. Den will ich nicht, die krumme Gurke. Holzeinkäufer Wolfgang Richter sucht geeignetes Holz für Deutschlands größte Parkettfabrik. Er weiß, welches Holz am besten geeignet ist. Qualität, wenn du mal den anschaust, der ist relativ astig. Ja. Und jetzt kommt mein Lieblingsspruch draußen im Wald, ja, wenn du mal den anschaust. Stärke verzeiht Fehler, schaut mich an. Aus dem Stamm kann man jetzt zum Beispiel ohne weiteres Landhausdiele machen. Der hat so 40, 45 cm Durchmesser. Da kommen Landhausdielen raus. Die Holzart Buche ist wieder leicht im Kommen. Die Holzart Nummer 1 zurzeit ist aber ganz klar, muss man sagen, die Eiche. Im Stundentakt liefern LKWs Baumstämme in der Fabrik an. Jeden Tag produziert Deutschlands größter Hersteller allein 24.000 Quadratmeter Parkett. Hinten und vorn schneidet eine Kettensäge eine Scheibe ab. Alles, was krumm ist, hobelt die Anlage gerade. Dann kommt die Rinde runter. Roland Hiller steuert die riesigen Sägen. Nur noch wenige in Deutschland haben das Zeug dazu. Das kommt drauf an, wenn man mal so einen speziellen Posten kriegt, dann kann man schon ab und zu mal verzweifeln. Wenn der stark gekrümmt ist, haben wir das Problem, dass man nicht richtig auf den Spannwagen raufbringt. Dann muss man mit Böcke ausrichten, die Krümmung wegschneiden. Die Äste muss ich teilweise mit dem Spanner dann erst einmal wegreduzieren, damit er einigermaßen sägefähig wird. Also da haben wir dann ganz schön Probleme. Jeden Baum zerteilt die Säge in gleichförmige, lange Bretter. Das Ausgangsmaterial für jedes Parkett. Über Monitore kontrolliert Roland Hiller jeden Schritt. Das verlangt höchste Konzentration. Nach der Arbeit gehe ich dann zum Joggen. Einblicke in die größte Parkettfabrik Deutschlands. Aber wie verlegt man den Holzboden richtig? Christine und Tobias wollen ihren Parkettboden selbst verlegen. Dass sie das noch nie gemacht haben, erkennt Bodenexperte Benjamin sofort. Das Holz ist schön, aber was ihr macht, ist nicht so prickelnd, ist nicht so überragend. So schlimm. Ich würde sagen, wir gehen noch mal auf Anfang. Meinst du? Und ich zeige euch, wie man das, ja, wie man es macht. Nehmen wir uns ein paar Pakete und tragen die rein. Mach mal. So. Gut. Ich schneide das mal auf. Die werden jetzt alle aufgemacht, dass wir dann nachher aus verschiedenen Paketen arbeiten. Ach so. Denn wenn man nur immer aus einem Paket arbeitet, kann das sein, dass der Boden dann so plakativ wird, dass in einem Paket viele gleiche Bretter sind und die haben wir dann alle auf einem Fleck. Ah ja. Und dadurch, dass wir aus mehreren Paketen arbeiten, mischen wir das ein bisschen durch. Stimmt, das ist nicht schlecht, okay. Wir haben jetzt hier eine wunderschöne Fußbodenheizung. Muss man da irgendwas beachten, wenn wir das verlegen? Also soll man es kleben oder soll man eine Folie dazwischen? Was denkst du? Nein, auf jeden Fall, wenn ihr Fußbodenheizung habt, muss der Parkett fest verklebt werden. Denn wenn der schwimmend verlegt wird auf eine Folie, auf eine Schaumfolie, habt ihr Luft zwischen Parkett und Estrich und die Heizung funktioniert nicht mehr. Die kriegt die Wärme nicht her, dass die durch das Holz durchgeht. Das heißt, es muss fest mit dem Estrich verbunden werden, dass der Wärmedurchlass gegeben ist. Okay. Sonst habt ihr zwar einen wunderschönen Parkettboden in der Wohnung, aber sie wird nicht warm. Okay, ja, das ist gut. Den Klebstoff unbedingt dünn und sehr gleichmäßig auftragen. Im Zweifelsfall lässt man lieber Fachleute wie Benjamin ran. Darauf legen sie die erste Parkettbahn. Zwischen Holz und Wand sollte eine Lücke von 1 Zentimeter bleiben. Ein Abstandshalter hilft dabei. Für die andere Seite muss ein Stück ab. Tobias achtet darauf, dass er nicht das Ende mit der Klickverbindung erwischt. Eine Tisch- oder Stichsäge kann man in fast jedem Baumarkt leihen. Es scheint gar nicht so schwer zu sein, wenn man weiß, wie es geht. Und jetzt das nächste Brett dran. Ja. Und während wir hier geredet haben, hast du schon die nächsten zwei, drei. Ja, ich bin gleich fertig. Schaut,
dass wir das zuerst über hier, ja, hier ranschieben und dann das Brett nach unten drücken, einrasten lassen. Wahnsinn. Fertig. Ein guter Start, aber es warten noch einige knifflige Stellen. Die größte Parkettfabrik Deutschlands. Thomas Alexi ist Chef im Sägewerk. Egal was angeliefert wird, seine lauten Maschinen müssen es klein kriegen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Produktionsleiter, der seine Mitarbeiter anschreien darf, ohne dass sie ihm beleidigt sind. Ganz kurz gesagt, wir machen aus was Runden, was Eckiges. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass meine Mitarbeiter genauso gesund wieder nach Hause kommen, wie sie zur Arbeit kommen. Und natürlich, die Leistung muss stimmen und die Qualität muss stimmen. In wenigen Minuten macht das Sägewerk aus großen Baumstämmen gleichmäßige Bretter. Hier die Grundlage für die oberste Lage, die Deckschicht. Modernes Parkett besteht aus drei Schichten. In dieser Halle entsteht die Mittelschicht. Dafür nimmt man widerstandsfähiges Fichtenholz. Ich bediene die Anlage und muss halt schauen, dass Feuchtigkeit passt, dass Länge passt und dass die Maschine halt läuft. Schönetts Anlage macht aus langen Planken kurze, schmale Stäbe. Davor habe ich Schreiner gelernt. Und ja, seit 7 Jahren bin ich jetzt hier. Wenn die Maschine nicht läuft, dann bin ich halt die ganze Zeit unterwegs. Also muss halt die Störungen beheben. Aber ich mag Stress, also da vergeht die Zeit besser. Jeanette kontrolliert regelmäßig, wie feucht das Holz ist. Das stellt er fest, indem er einzelne Stäbe zerkleinert und erhitzt. Ein Apparat misst, wie viel Dampf dabei entsteht. Die Stäbe dürfen nicht zu trocken und nicht zu feucht sein, sonst sind sie für das Parkett unbrauchbar. Eine Mitarbeiterin kontrolliert die Stäbe auf Astlöcher und sortiert beschädigte Stücke aus. Die fehlenden Schrägneigungen machen die wilde Maus XXL zur Schleuderpartie. In den Kurven wirft es